Hi, willkommen zurück bei unserer Sync CRM Schulungsvideoreihe zum Thema Sync CRM. Und heute haben wir das Thema Mitglieder und Mitgliederverwaltung für euch vorbereitet. Dazu klicken wir hier unter den schnellen Verweisen auf Mitglieder und gelangen so in die Mitgliederverwaltung des Sync CRM-Systems. Und da bieten sich ganz tolle Möglichkeiten, denn man kann hier unter den allgemeinen Informationen erst einmal sehen, wie viele E-Mails man eigentlich gesammelt hat, wie viele Mitglieder sich angemeldet haben und ob es neue Mitglieder gegeben hat, sowie die Anzahl der Gruppen, nach denen man übrigens auch hier mit einem Klick nochmal jeweils filtern kann, aus welcher Stadt die Personen kommen, Postleitzahl und. Und dazu haben wir auch die Möglichkeit, Interessen anzulegen, die die Gäste oder Kunden sich anwählen können und aussuchen dürfen. Wir haben zum Beispiel hier eine Gruppe erstellt, Sportbowling, wo alle, die sich für Sportbowling interessieren, das auch auswählen können. Da ist natürlich jedem selber überlassen, welche Interessen er angibt. Dann hat man die Möglichkeit, unter Mitgliederdetails Details zu den jeweiligen Mitgliedern zu erfahren. Auch die schöne Funktion Member Loyalty. Dort kann man nämlich sehen, wie loyal sind Ihre Gäste denn und haben Sie schon irgendwelche Belohnungen sammeln können? Da klicken wir doch gerne einmal drauf und können auch hier zum Beispiel nach den Top 100 suchen, nach den meisten Punkten, wie viele Punkte gesammelt worden sind oder nach einer speziellen E-Mail-Adresse, wenn man doch mal gefragt wird, hey, wo stehe ich eigentlich? Das kann man unter anderem in der Loyalty-Ansicht machen. Und dann gibt es natürlich noch den Reiter Export Mitglieder. Dort kann man zum Beispiel eine Excel-Liste als XML-Datei sich herauslesen mit sämtlichen Mitgliedsdaten oder auch als CSV-Datei. Man kann die Export Query Results auch nochmal exportieren und kann sagen, ich exportiere jetzt zum Beispiel nach der Postleitzahl 25541. Das ist die Postleitzahl von Brunsbüttel. Die haben wir hier einfach mal angegeben und. Ja, so ein kleiner Einblick zum Thema Mitgliederübersicht. Wenn ihr Fragen habt zur Mitgliederübersicht oder habt ein Problem, kein Problem, dann kontaktiert uns gerne, schreibt uns eine Mail und hier oben, da gelangt ihr noch zu unserer Playlist, zu unseren anderen Videos rund um das Sync Scoring und Center Management CRM-System. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!